Bora de muco, chuco, chetins, que go. Aqui é com o Icaro. Hallo, ich bin Jasmin von stempeldochmal.de und ich habe heute eher einen kleinen Tipp für euch. Ich weiß nicht, ob es euch genauso geht. Also ich sehe manchmal Dinge, die mir gut gefallen, aber die dann so teuer sind, wo ich denke, nee, niemals zahle ich das Geld dafür. Und dann sehe ich die billigere Variante und denke, oh, hässlich. Deswegen ist mir jetzt eine Idee gekommen. Und zwar, das kennt ihr mit Sicherheit alle, diese Trinkschokolade am Stiel. Die wunderschön verpackten kosten, glaube ich, um die 5 Euro zumindest in dem Laden, wo ich da immer shoppen gehe. Und da habe ich gedacht, nee, für ein so eine Schokolade 5 Euro, das möchte ich einfach nicht ausgeben. Und jetzt habe ich Aldi oder Lidl, ich weiß nicht mehr genau, wo es war, diese Deluxe-Sache, ich glaube, es ist Aldi, kosten diese beiden, glaube ich, um die 2 Euro, aber wie ihr seht, die sind nicht wirklich schön verpackt. Deswegen habe ich mir dafür jetzt was überlegt. Es ist total einfach und ich habe auch erst gedacht, soll ich davon ein Video machen? Aber warum nicht? Manchmal geht es ja auch einfach um die Idee. Also die gibt es da noch in anderen Geschmäckern. Ich habe jetzt hier irgendwie Haselnuss und weiße Schokolade. Ich habe jetzt einfach ganz normale Tüten genommen, die es so im Handel gibt. Ohne irgendeinen Aufdruck. Ich kann mal kurz messen. Vom Boden bis nach oben sind das 19 cm und die ist ungefähr 11 cm breit. Die gibt es ja zur Weihnachtszeit überall zu kaufen. Wer möchte, kann auch welche mit Sternchen nehmen. Aber ich wollte es ein bisschen moderner machen, ein bisschen schlichter und habe jetzt einfach eine ganz normale durchsichtige Tüte genommen. Und da man diese Teile ja nicht wirklich anfasst, also jetzt auch nur am Stiel anfasst, finde ich das auch noch okay, das so wieder weiter zu verschenken. Man boxiert es ja einfach nur in die Tüte hier und dann kann man das hier oben so ein bisschen zurechtzwirbeln. Dann habe ich ein wunderschönes Band, was ich noch gar nicht verwendet habe aus dem Herbst-Winter-Katalog. Das ist so ein ganz schönes, dünnes. Gibt es im Doppelpack mit Grün. Wartet mal, Grün ist hier. Das ist noch dabei, die beiden gibt es zusammen. Ich habe mich jetzt aber für Rot entschieden, weil das dann ganz gut zum Glitzerpapier passt. So, und davon schneide ich mir jetzt was ab und binde hier oben eine Schleife, so dass halt der Stiel mit drin ist. Mache ich jetzt einen Doppelknoten rein und dann ist mir das hier oben ein bisschen zu lang gewesen, deswegen habe ich das einfach zack über dem Stiel abgeschnitten und jetzt habe ich mir da einen kleinen Anhänger gebastelt. Da habe ich wieder diesen sandfarbenen Farbkarton verwendet. Ich muss mal kurz abmessen, ob das hier mein Stück ist. Ja, und zwar ist das 4 cm breit und 7,5 cm lang. Müsst ihr mal gucken, was ihr jetzt hier für Schokoladen findet. Das fand ich von der Länge her nicht schlecht. Und 4 cm deswegen, damit der Spruch, den ich aufstempele, auch gleich noch passt. Ich mache mir jetzt hier in der Mitte einen kleinen Schlitz und schneide mir dann so ein Dreieck hier raus. Das kann man halt am besten, wenn man erstmal den Schlitz in die Mitte macht. Und damit das hier oben nicht so hackig ist, mache ich mir das rund. Sieht irgendwie gleich ein bisschen fertiger aus. Und jetzt habe ich einen Stempel genommen, der ist in dem Set Fröhliche Stunden. Hier sind so ein paar kleine Sprüche. Ich habe halt was gesucht, was recht schmal ist. Und da ist mir hier dieses Frohe Festtage aufgefallen. Das habe ich schon hier auf meinem Blog. Und dann nehme ich einfach diese neue schwarze Tinte. Ich versuche jetzt meinen Kopf nicht in die Kamera zu halten und das noch gerade aufzustempeln. So, ist mir geglückt. So sieht das Ganze aus. Also ich habe jetzt wirklich 4 cm genommen, weil der Spruch so lang ist. Dann ganz simpel, einfach rotes Glitzerpapier. Deswegen auch das rote Band, damit das so ein bisschen zusammenpasst.
Da habe ich jetzt den 1¼-Kreis genommen. Dann nehmt ihr euch einen kleinen Stern. Quatsch, das ist mein Eckenrunder. Hier ist der Stern einfach in das weiße Papier rein und dann mit der 1-Inch-Kreisstanze mittig wieder ausstanzen. Dann habt ihr den Stern und da klebt er jetzt von diesen Dimensionals so ein paar Reste drauf. Die passen nämlich wunderbar hier in diese Zacken rein, weil die halt auch diese Spitzen haben. Ich nehme jetzt einfach 3, damit es nicht irgendwo durchhängt. So, Schutzfolie ab und dann auf die Mitte von dem Glitzerpapier. Da müsst ihr auch so ein bisschen andrücken, dass das auf dem Glitzerpapier hält. Dann hinten nochmal eins drauf. Vorher mache ich mir hier aber noch ein Loch. Die Lochzangen gibt es auch von Stampin' Up. Die gibt es in 3 Größen. Ich habe jetzt hier die mittlere genommen. Einfach mittig oben ein Loch machen. Und dann hier diesen Stern draufsetzen. Dann ist der Anhänger schon fertig und den fädel ich jetzt einfach nur noch auf. Dann noch eine Schleife und die Bänder habe ich so ein bisschen länger gelassen. So, und dann habt ihr eine schöne, einfache Variante, was, finde ich, gegen das hier nicht anstinken kann. Hier nochmal die anderen Farben. Ja, ich hoffe, so ein Tipp hilft euch auch mal weiter. Es muss ja nicht immer nur eine komplizierte Verpackung oder Karte sein. Solche kleinen Tipps sind immer Gold wert, finde ich. Ja, ich hoffe, ihr habt Spaß daran und wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis dann, macht's gut, tschüss. Da bin ich noch mal kurz, ich habe was vergessen. Und zwar steht hinten drauf, wie das angerührt wird. Man braucht eigentlich nur 200 ml Milch erwärmen und dann die Schokolade darin schmelzen. Und da ja jetzt hier keine Anleitung mehr bei ist, habe ich vergessen, euch zu sagen, dass ich mir das einfach hinten drauf geschrieben habe, hier auf jeden Anhänger. Das ist ja total simpel, in 200 ml Milch einrühren, fertig. Und dann weiß man auch, wie man es trinken muss, wie man es verwenden muss. Ja, jetzt endgültig tschüss, bis dann. I can't go.